nach dem Abiball bin ich halt direkt ins Krankenhaus gegangen und dann ging es los mit Chemo und mit allem, was dazugehört. Kurz vor ihrem Abitur entdeckt Anne Rentschler eine Schwellung am Unterarm. Sie denkt sich erst nichts dabei, geht schließlich aber doch zum Arzt. Dann saß ich da beim Arzt und dann hat sich ziemlich schnell herausgestellt, dass das eine Krebserkrankung ist. Und das war dann sehr krass für mich, weil plötzlich alles, was ich mir vorgenommen hatte, wusste ich, wird nicht mehr möglich sein können. Und vor allen Dingen wusste ich auch nicht, wie geht mein Leben überhaupt weiter. Lebe ich jetzt noch ein paar Wochen oder war es das jetzt oder was ist eigentlich los? Die Diagnose? Anne hat ein Ewing-Sarkom. Das ist ein aggressiver Knochenkrebs, der nur schwer heilbar ist. Also viele, die in meinem Alter waren, die mit mir im Krankenhaus waren, die haben die Krankheit nicht überlebt. Und von daher habe ich mir ganz stark die Frage gestellt, warum lebe ich eigentlich noch? Und habe auch Gott die Frage gestellt, warum hast du mir mein Leben noch mal geschenkt? Nach einem Jahr Chemotherapie und Bestrahlung ist der Krebs weg. Anne braucht eine Auszeit. Sie geht nach Eidlingen ins Diakonissenmutterhaus auf die Bibelschule und bleibt. Mit 23 tauscht sie die hippen Klamotten gegen die Diakonissentracht. Der Moment, wenn man zum ersten Mal seine Tracht anzieht oder den Schrank aufmacht, alles ist halt grau. Es ist ein Moment, an den man sich schon gewöhnen muss. Und am Anfang kam ich mir vor wie in so einem Film aus dem Zweiten Weltkrieg, eine Krankenschwester. Und am Anfang hat es sich ein bisschen verkleidet angefühlt. Jetzt gehört es dazu. Es ist mega entspannt, morgens zu wissen, ich weiß, was ich anziehe. Ich muss nicht lang vorm Schrank stehen. Es passt und gut ist. Inzwischen ist Anne seit 17 Jahren eine Eidlinger Schwester. Zur Schwesternschaft gehören aktuell rund 200 Frauen. Sie leben, beten und arbeiten zusammen. Männer sind tabu. Also für mich ist der größte Verzicht eigentlich kein Mann und keine eigenen Kinder zu haben. Früher habe ich mir mein Leben so als Kind ganz klassisch vorgestellt. Ich wollte immer heiraten, 4 Kinder kriegen. Ich habe gedacht, das passt so schön um einen Tisch. Ja, so waren meine Vorstellungen eigentlich. Und jetzt sieht ihr Leben ganz anders aus. Also es gibt jetzt nicht den typischen Alltag einer Diakonisse, weil wir unterschiedliche Berufe haben. Viele sind im Ruhestand, das sieht der Alltag nochmal anders aus. Was bei mir gleich ist, dass ich morgens mich zum Beten treffe, immer mit anderen Schwestern um 6:30. Und ich arbeite zum einen im Rallye-Unterricht und zum anderen hier in verschiedenen Projekten, wo es darum geht, einfach Menschen mit Jesus in Verbindung zu bringen. Eins der Projekte, Anne will bald ein Café eröffnen. Kuchen, Cappuccino und Gespräche über Gott, das ist ihr Traum. Ihren ungewöhnlichen Lebensweg und dass sie dafür auch viel aufgegeben hat, bereut sie nicht. Ich finde es auf jeden Fall schön, Teil von einer größeren Gemeinschaft zu sein. Man gehört wo dazu und jeder bringt seinen Teil mit ein, auch mit seinen Gaben. Und dadurch sind auch noch mal ganz andere Dinge möglich. Und das finde ich was sehr Schönes. Wenn ich auf die vergangenen Jahre zurückblicke und auf die Entscheidung, Schwester zu werden, dann würde ich sagen, heute ja, das würde ich wieder so machen.